Wir haben heute DUB Business Talk Nummer 157 und ich bin auch ganz froh und stolz, dass die Erfinderin unserer DUB Business Talks mit an Bord ist. Und ich begrüße ganz herzlich und sage Holla, weil sie gerade aus Spanien eingeflogen ist, in Quarantäne ist, Brigitte Zypris, unsere ehemalige Bundeswirtschaftsministerin, die gleich mit mir Herrn Eigendorf interviewt. Und Herr Eigendorf ist Konzernsprecher der Deutschen Bank und hat sich das Thema Nachhaltigkeit, ich sage mal etwas lapidar, unterm Nagel gerissen. Er ist der Experte für Nachhaltigkeit bei Deutschlands größter Bank. Und damit fange ich auch gleich mit der ersten Frage an. Beim Auto verstehe ich das ja mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das haben wir alle gelernt. Aber was hat eigentlich die Deutsche Bank mit Nachhaltigkeit zu tun oder am Hut? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Herr de Boer, weil auch wenn wir hier intern beginnen und über Nachhaltigkeit diskutieren, dann sind wir relativ schnell dann beim Thema, wie gibt es genug vegetarisches Essen in der Kantine? Dann bin ich selber Vegetarier und finde das ganz wichtig, aber darum geht es nicht, sondern die Nachtransformation, also wenn wir jetzt wirklich mal es ganz im Detail betrachten, wird diese Transformation nur funktionieren, wenn die Finanzindustrie diese Transformation begleitet und finanziert. Jetzt gerade in Europa, wo 80%, mehr als 80% der Finanzierung immer noch über die Bankbilanzen laufen, ist es natürlich ganz entscheidend, dass wir unser Kreditportfolio so einsetzen, dass es am Ende nachhaltigen Finanzierungen ermöglicht. Wir haben ein Kreditportfolio von rund 440 Milliarden Euro. Das ist eine gigantische Summe. Wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen würden, dass die 10 größten Finanzierungshäuser der Welt, also die Top-Häuser, alle gemeinsam nachhaltige Standards verfolgen bei ihren Finanzierungen und hier auch gemeinsame Standards entwickeln, wird das einen enormen Effekt haben. Und ich gehe so weit, dass ich glaube, dass die Politik, und das weiß Frau Zypris besser als ich, aber die Politik am Ende natürlich, bevor sie die CO2-Steuer erhöht, auch andere Wege suchen wird, die vielleicht nicht ganz so auffällig sind. Und da kann man natürlich auch die Finanzindustrie einsetzen, um die Ziele, die Pariser Klimaziele zu erreichen. Deshalb spielen wir Banken, aber nicht nur wir Banken, auch die Versicherungen, die ganzen Fondsgesellschaften eine sehr, sehr große Rolle. Es geht eben wirklich darum, eine der größten Transformationen, die die moderne Wirtschaft gesehen hat, zu finanzieren. Mhm. Wir hatten gestern einen Business Talk mit KPMG und dort wurde die These aufgestellt, dass durchaus die Finanzindustrie, vor allen Dingen auch die Anleger, auch Treiber dieser Entwicklung sind. Und dann fällt einem noch Larry Fink ein von BlackRock, der immer Briefe schreibt am Jahresanfang und der auch eindringlich darauf hinwies, dass da was zu passieren hat. Ist das auch, ist es so, beobachten Sie das, dass Sie sogar Treiber der ganzen Entwicklung mit sind? Wir werden Treiber der Entwicklung oder wir sind schon Treiber der Entwicklung, weil wir alle gerade realisieren, welcher Druck hier entsteht, aber andererseits auch, welche Gelegenheit hier entsteht. Also wir haben beides. Wir haben nämlich, fangen wir mal mit dem Druck an, dass natürlich die Regierungen sich auf Klimaziele geeinigt haben und auch eigentlich da nicht mehr rauskommen. Und das ist auch gut so, sondern wir wissen auch alle, Paris alleine wird nicht reichen, sondern es wird noch mehr passieren müssen. Das ist also das eine. Das heißt, wir werden dann auch wir als Finanzierungshäuser, als Banken werden das auch über die Regulatoren dann spüren. Und es wird einfach Regeln geben dafür, dass wir in den nächsten Jahren schrittweise immer stärker auch unser Kreditportfolio an dem Kohlendioxid-Fußabdruck messen werden. Das ist die regulatorische Komponente. Wir haben gleichzeitig natürlich auch Investoren, die jetzt darauf drängen. Und das hat einen sehr viel an Fahrt gewonnen. Und wir wissen auch alle, dass wenn etwas an Dynamik und Fahrt gewinnt, dann wird das auf Dauer, dann geht das irgendwann exponentiell schnell und davon gehen wir aus. Andererseits ist es natürlich auch eine große Chance für uns. Wenn wir einfach mal durch alle unsere ganzen Produktkategorien gehen, nicht nur unsere Produktkategorien, sondern vor allem auch den Kundendialog gehen. Und wenn wir unsere Kunden betrachten, die ja sicher jetzt alle fragen, was heißt das für die Zukunft? Und dadurch, dass es diese Frage, was heißt das für die Zukunft gibt, sind wir in einer Situation jetzt, dass wir in einem ganz anderen Dialog mit den Kunden sind und die Kunden von uns auch erwarten, dass wir ihnen helfen und ihre Handlungen auch für den Kapitalmarkt übersetzen, beziehungsweise auch für Finanzierung übersetzen.
Das heißt, wir sehen hier auch eine große Geschäftschance für uns und deshalb verändern wir uns gerade auch sehr, sehr schnell. Auch als Deutsche Bank verändern wir uns sehr, sehr schnell. Einerseits, weil der Druck da ist, andererseits, weil wir eine Geschäftschance sehen, aber auch, weil es unsere Überzeugung ist. Und das ist auch das Schöne, einfach zu sehen mittlerweile, wie sich das Management weltweit, und das ist ja so ein Prozess, ein Wandlungsprozess, der ja durch viele Diskussionen geschieht, dass das Management weltweit mittlerweile sehr, sehr klar ständig über diese Themen spricht. Und das führt dazu, dass die Bereitschaft dann dazu auch dieses Thema aufzugreifen, dieses Thema anzugehen, die Erkenntnisgewinne, die Diskussionen, die geschehen, auch hier im Top-Management. Wenn ich allein sehe, wie oft ich mit unserem Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing jetzt über dieses Thema rede, dann passiert hier enorm viel. Und das wird nicht mehr zu stoppen sein. Das ist auch gut so. Und es gibt eben auch ein paar Daten, wie das Ende 2022, wenn wir unseren Kohlendioxid-Fußabdruck unseres Kreditportfolios bestimmen müssen, andere auch. Das sind dann so Momente, auf die wir alle hinarbeiten müssen und dadurch bewegt sich viel. War die Hauptversammlung 2019 für Sie so eine Art Wake-up-Call, als die Klimaaktivistin Luisa Neubauer sagte, die Deutsche Bank ist Mittäter an der Klimakrise und dass Sie bei einem traurigen Club der Gestrigen arbeiten, Herr Eigendorf? Ist das etwas gewesen, was da nochmal so ein bisschen Sie wachgerüttelt hat? Nein, diesen Weckruf brauchten wir gar nicht. Das war ja auch die Hauptversammlung, in der Christian Sewing gesagt hat, dass wir jetzt bald auch unsere Nachhaltigkeitsziele verkünden werden mit Blick auf Finanzierung und Kredite. Das ist das eine, was wir gemacht haben. Wir brauchten diesen Weckruf nicht. Wenn Sie heute in die Financial Times gucken, dann sehen Sie eine Tabelle in der Financial Times, in der wir gerne mal ein Schlusslicht sind, nämlich bei den Finanzierungen, klimaschädlichen Finanzierungen. Da sind viele, viele Banken vor uns und wir sind eben in dieser Tabelle der großen Schlusslicht. Wir wissen das auch. Wir haben mittlerweile sehr viel an, wenn Sie einfach sehen, wie groß ist der Anteil an braunen Krediten bei uns in der Bilanz und vielleicht zu anderen Häusern, dann ist es geringer. Gleichzeitig bauen wir schnell auch grüne, nicht nur grün, sondern auch im sozialen Bereich und auch soziale Finanzierung. Jetzt gerade in England haben wir mit investiert, eine Finanzierung ermöglicht. Also wir tun in diesen Bereichen sehr, sehr viel. Und eins ist uns aber auch wichtig. Es geht eben nicht darum, und das ist eben so, das verstehen wir auch, die Nichtregierungsorganisationen haben es oft, sehen es oft schwarz und weiß. Sie sagen einfach, entweder ist es, wir dürfen etwas nicht mehr finanzieren. Wir sehen unseren Auftrag darin, unsere Kunden zu begleiten und zu begleiten eben auf dem Weg bei ihrer Transformation, denn eins muss uns klar sein, das wird nicht, wir können nicht einfach den Hebel umschalten. Ja, wir können nicht einfach sagen, so, jetzt gibt es keinen Kohlendioxidausstoß mehr, sondern es geht darum, diesen Ausstoß so schnell wie es geht zu verringern und das so schnell wie es geht zu erreichen, dass wir es schaffen am Ende, diese Transformation, wenn es geht, schneller als geplant hinzubekommen. Das wird auch nur über technologischen Fortschritt gehen. Und es wird nicht darüber gehen, dass wir einfach sagen, wir machen es nicht mehr. Ich bringe mal ein simples Beispiel. Stellen wir uns vor, wir sagen, ab morgen alle gehen wir nicht mehr, wir tanken alle unsere Autos nicht mehr, sondern wir nehmen jetzt nur noch E-Autos ab morgen. Das ist einfach unrealistisch. Das ist komplett unrealistisch. Es wird uns nicht gelingen. Und deshalb ist es unsere Aufgabe natürlich in Zukunft, dass wir hier eine Transformation gehen. Zum Beispiel denken wir gerade darüber nach, was wir machen mit unserer Dienstwagenflotte. Und da ist es immer wieder wichtig. Das ist ja dann unser eigener Betrieb, einen Weg aufzuzeigen. Und ich habe am Ende gesagt, mir ist das ehrlich gesagt egal, ob wir jetzt nur sagen E-Autos oder nicht E-Autos, sondern mir ist es wichtig, dass wir einen Transformationspfad zeigen. Wann ist unsere Dienstwagenflotte in Deutschland CO2-neutral? Das ist eben wichtig. Ja, dass Sie sagen, das ist unrealistisch. Ich hätte auch noch vor 5 Tagen gedacht, dass es keinen Ruhetag vor Ostern gibt und dachte, das ist auch unrealistisch. Also da würde ich jetzt nicht die Politik unterschätzen. Aber Frau Zypris hat eine Frage. Oder nee, ich habe keine Frage, sondern ich wollte das jetzt erstmal bestätigen, was Sie gerade gesagt haben, Herr Eigendorf. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man einen belastbaren Pfad aufzeigt. Keiner verlangt von der Deutschen Bank, dass sie ab morgen alles perfekt macht. Ich glaube, dazu wissen wir alle zu sehr, wenigstens die, die hier im Talk sind, welchen Restriktionen, welchen Schwierigkeiten solche großen Unternehmen wie Ihre ausgesetzt sind, wenn sie umsteuern wollen.
Und die Deutsche Bank steuert ja jetzt um seit einiger Zeit und dass das natürlich ein Riesenprozess ist, ich glaube, das weiß jeder. Deswegen finde ich den Punkt von Ihnen gut zu sagen, wir wollen ein Datum festlegen, bis wann unsere Dienstwagenflotte klimaneutral ist und das wollen wir dann aber auch einhalten. Ich glaube, Herr de Boer, gerade diese Form von Verlässlichkeit ist es, die wir im Moment an anderer Stelle etwas vermissen, dass es dann auch wirklich so kommt, wie verkündet. Ich wollte gerne nochmal auf zwei Punkte hinaus. Der eine, wir haben das jetzt so ein bisschen durcheinander diskutiert. Der eine Punkt ist ja der, was bieten Sie den Anlegerinnen und Anlegern an für ihre Portfolios, wo sie nachhaltige Geldanlagen machen können, wie sie nachhaltig investieren können. Und der andere Punkt ist ja der, wie ist das mit Ihrem Unternehmensabdruck? Also was machen Sie intern im Unternehmen, das hatten Sie gerade schon angesprochen, mit den Dienstwagen, um selber darzustellen, dass man klimaneutral werden will? Mich würden da zwei Punkte interessieren. Das eine ist, ich hatte meinen Wahlkreis ja in Darmstadt. Und da gibt es die Technische Universität und dort im Zusammenhang mit der TU wurde ein grünes Rechenzentrum entwickelt, schon vor Jahren, was entschieden weniger Strom verbraucht als normale Rechenzentren. Und einer der größten Stromverbraucher ist ja gerade in dieser sich immer weiter digitalisierenden Welt, sind die Rechenzentren. Wie machen Sie das? Da habe ich nämlich nichts gefunden im Internet, ob Sie da auch auf diese Schiene gehen, um CO2 einzusparen. Und die andere Frage ist die Frage der Boni. Das ist ja auch immer ein beliebtes Instrument, dann zu sagen, die Chefs, die Chefinnen sollen ihre Boni eben auch knüpfen an die Erreichung von bestimmten Zielen. Eins meiner Lieblingsziele ist ja bekanntlich Diversity. Moment mal, ich muss mal gerade hier auflegen. Eins meiner beliebtesten Ziele ist ja bekanntlich Diversity, aber man kann sich ja auch vorstellen, dass man das an die Erreichung von bestimmten Klimazielen knüpft. Jetzt bin ich mal gespannt, er hat geschmunzelt. Also scheint er davon zu profitieren dann irgendwie mit dem Boni. Aber erzählen Sie, Herr Eigendorf. Nein, also es ist, fangen wir mal, Sie haben jetzt ganz, ganz viele Fragen gestellt, Frau Zypries, vielen Dank dafür. Naja. Das Erste ist natürlich, was Sie sagen, was machen wir im eigenen Betrieb? Wir sind seit 2012 klimaneutral. Ja, das heißt, wir kompensieren alle unser CO2-Ausstoß komplett. Wenn wir CO2 ausstoßen, komplett kompensieren wir diesen CO2-Ausstoß über Zertifikate. Unsere Ambition ist es aber, im Strombereich, bei Elektrizität bis 2025 nur noch erneuerbare Energien zu nutzen. Das trifft dann auch auf unsere Rechenzentren zu, wenn wir sie denn selber betreiben. Viele Rechenzentren betreiben wir nicht selber, dann wird es ja interessant, dass wir eben auch dahin arbeiten, dass unsere Zulieferer selber diese Rechenzentren, das ist in diesem Fall Rechenzentrum, aber was auch immer, wir klimaneutral halten. Es geht ja dann immer um Scope 1, Scope 2, Scope 3 und dann ist die Frage, was machen wir da? So, das ist der eine Punkt. Also ich sage aber mal so, es ist natürlich als Bank etwas ganz anderes, als Industriekonzern oder Industrieunternehmen CO2-neutral zu sein. Bei uns ist Scope 3 das Entscheidende. Was finanzieren wir mit unserem Kreditportfolio? Ich bleibe jetzt noch mal ganz kurz, was wir selber machen. Wir machen eben an sehr, sehr vielen Stellen sehr viel. 2025 ist übrigens an die Vorstandsvergütung ist daran gekoppelt, dass wir bis 2025 unseren eigenen Betrieb mit erneuerbaren Energien weltweit da, wo es möglich machen, gestalten. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, das ist einer unserer 23 Arbeitsstränge, die wir haben zum Thema Nachhaltigkeit. Und was wir hier gemacht haben, ist jetzt tatsächlich, dass wir gesagt haben, wie können wir das in Ländern wie Indien, in anderen Ländern, wo möglicherweise die erneuerbaren Energien noch gar nicht so weit entwickelt sind, dass man sie wirklich bekommt, wie kriegen wir das hin? Und auch da gibt es Wege mittlerweile, wie wir das schaffen. Es gibt nur noch Ausnahmefälle, also das werden wir es 2025 machen. Gleichzeitig Dienstwagenflotte habe ich erwähnt, komme aber immer wieder dazu, das bewegt die Nadel nicht wirklich. Am Ende werden wir unseren Einfluss darüber haben, dass wir unseren Kunden, jetzt haben Sie gesagt, die Produkte, es ist im ersten Moment relativ einfach. Wir können nämlich jedes Produkt spiegeln, fast jedes Produkt. Und dabei sind wir gerade dabei, dass wir nämlich sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Privatmandat plus für unsere Anleger. Warum machen wir es nicht Privatmandat plus grün? Ja, also können Sie machen, ist ein gewisser Prozess. Und dann kommt ein interessanter Punkt. Wir müssen ja auch sicherstellen können, dass das, was da drin ist, oder ESG, Environmental, also Umwelt, Sozial, gute Unternehmensführung,
alles drei Aspekte, die wir dann im Blick behalten müssen. Also können wir dann, müssen wir eben, die Kriterien müssen ja auch festgelegt sein, was ist eigentlich E, was ist S und was ist G? Und das ist gar nicht mal so trivial, wie Sie aus der politischen Diskussion und mit Ihrem Hintergrund natürlich wissen. Wir haben die EU-Taxonomie gerade, die entwickelt wird, ein sehr, sehr intensiver Prozess. Und das ist die Taxonomie zum Beispiel, hat die Transformation noch gar nicht im Blick. Im Moment denkt sie auch in schwarz oder weiß, ist gar nicht so einfach. Konzentriert sich im Moment auf das E, also Environment. Die Frage ist, wie kommt das S da rein? Wir haben selbst uns Kriterien gegeben, nach landüblichen Standards, ist uns eben auch sehr wichtig. So, das heißt, wir können die Produkte spiegeln. Das ist jetzt gar nicht, ich komme aber gerade aus einem internen Call, also einer Telefonkonferenz mit unseren Investmentbankern, die gerade und unter Vertretern der Unternehmensbank, die gerade daran arbeiten, wie kriegen wir eigentlich die von einem Industriebetrieb, einem bekannten Industriebetrieb in Deutschland, wie bekommen wir eigentlich die Zulieferer nach gewissen Kriterien auch in diese ESG-Kriterien so gestaltet, dass man am Ende denen auch einen Finanzierungsvorteil gewähren kann, weil das Unternehmen einen Finanzierungsvorteil denen gewähren will, die eben nach bestimmten Kriterien die Wertschöpfungskette nach ES- und G-Kriterien verbessern. So, und da wird es eben sehr spannend. Was sind diese Kriterien? Wie arbeiten wir das aus? Und all das ist sehr, sehr komplex. Das geht aber so weit, dass wir im Moment darüber nachdenken, auch was sind eigentlich grüne Depositen? Sie wollen Ihr Geld bei uns anlegen. Wie können wir Ihnen garantieren, dass es ein grünes Deposit ist? Wir haben gerade unseren ersten eigenen Green Bond in US-Dollar ausgegeben, 800 Millionen US-Dollar. Das ist eine Form, wie man mit grünen Aktiva, die man auf der Anlage, die man auf der Bilanz hat, oder ESG-Aktiva umgehen kann. Man kann aber auch sagen, wir nutzen diese Aktiva dafür, dass Sie als Sparer uns refinanzieren und wir geben keinen Bond raus, sondern wir machen das mit Depositen. Das geht also sehr, sehr weit. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir haben im vergangenen Jahr gesagt, wir wollen bis 2025 200 Milliarden Euro an Krediten und Finanzierungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung gewährleisten, gute Unternehmensführung gewährleisten. Wir haben für das erste Jahr uns das Ziel von 20 Milliarden gesetzt. Wir waren bei 46 Milliarden im ersten Jahr. Auch hier gilt, natürlich nicht im Nachhinein, sondern ab 2021, ist die Vergütung des Top-Managements der Bank daran gekoppelt, dass diese Ziele erreicht werden. Also wir machen das, was Sie gerade gesagt haben, tun wir bereits. Wir haben das auch verstanden. Jetzt ist aber, die können Sie natürlich am Ende auch die Frage stellen, können wir das nicht auch aus reiner Überzeugung machen? Wir können sehen, dass wir 2020 schon viel erreicht haben, auch aus, ohne dass wir das an die Vergütung des Top-Managements gekoppelt haben. Aber natürlich müssen wir sagen, das verlangen auch die Märkte, die wollen das auch sehen, dass es diese Kopplung gibt. Und das ist gut am Ende, dass wir das gekoppelt haben. Es führt eben auch zu Diskussionen im Vorstand, im Konzernleitungskomitee. Das sind wichtige Debatten, die wir da führen. Wir haben im letzten vergangenen Jahr im Oktober auch das Nachhaltigkeitskomitee, das Vorstandskomitee Nachhaltigkeit geschaffen, das Christian Sewing leitet. Ich bin sein Stellvertreter da, dass wir dort eben diese Entscheidungen auch treffen können und sehr konzentriert behandeln. Anstatt dass nur der Vorstand es in seinen Debatten behandelt, sondern dass es wirklich ein Komitee geht, das nichts anderes tut. Insofern ist das gesamte Paket, was wir jetzt geschaffen haben. Und wir haben es gut aufgesetzt, um jetzt große Fortschritte zu machen. Und das, was wir erleben an Energie in der Bank, das ist das Schöne in der Deutschen Bank, wenn die Deutsche Bank was erreichen will und sich auf etwas irgendwann konzentriert, dann setzt sie das auch wirklich um. Und das machen wir gerade, glaube ich, mit sehr, sehr viel Rückenwind und macht auch sehr, sehr viel Spaß, diesen Prozess zu begleiten. Wenn ich jetzt in eine Deutsche Bank-Filiale gehe und möchte Geld anlegen, werde ich jetzt schon gefragt, ob ich nachhaltig anlegen möchte? Ich hoffe das sehr. Wir sind gerade dabei, auch unsere Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland da zu schulen. Es gibt schon viele gespiegelte Produkte. Es gibt aber dann auch Produktinnovationen. Und Sie werden, Herr de Boer, wenn Sie das jetzt machen, können Sie ja mal können Sie mal einen Test machen. Können Sie mir dann hinterher sagen, wie oft das schon geschieht? Bis Ende des Jahres gehe ich davon aus, dass Sie sehr regelmäßig darauf angesprochen werden. Bis Mitte nächsten Jahres sollte das wirklich der Standard sein. Bin da auch im engen Kontakt mit unseren Privatkunden.
mit der Leitung unseres Privatkundengeschäfts in Deutschland, mit Karl von Rohr, Philipp Gosso, Lars Steu. Die machen eben sehr viel auf diesem Feld. Es gibt mittlerweile auch grüne Filialen, die wir haben in Deutschland, einige, wo auch wirklich der Kunde, wenn er reinkommt, sieht er einfach, kommt er in ein grünes Ambiente. So, und das ist das klare Signal. Und darauf, das erleichtert natürlich dann auch den Dialog mit den Kunden zu diesen Themen. Deshalb, ja, ich hoffe, dass es schon weitgehend so ist, kann aber nicht garantieren, dass es überall ist. Ich frage auch deswegen, dann wäre es ja auch für Sie interessant oder haben Sie eine Vorstellung davon, wann Sie quasi das Siegel bekommen vom Kapitalmarkt, das virtuelle Siegel, dass die Deutsche Bank auch nicht nur, sagen wir mal, ein blaues Logo hat, sondern auch einen grünen Anstrich? Weil wenn Sie dann empfohlen werden von allen Banken als nachhaltige, als grünes Investment, dann dürfte Ihr Aktienkurs von 11 auf 20 ja relativ schnell hochgehen, siehe Tesla, siehe andere Unternehmen, weil sie ja dann quasi zu den Guten gehören, nicht zu der Bad Bank sozusagen. Also ist das Teil der Philosophie mit? Erstens nehme ich Sie jetzt beim Wort, das wäre sehr schön. Ich habe ja vorhin gesagt, wir sehen da eine Chance, wir sehen da sehr viele Geschäftsopportunitäten, wer sich da schnell bewegt und wer es macht. Und da ist jetzt eins wichtig, eben nicht der grüne Anstrich, sondern wir müssen es leben. Wir müssen es von innen nach außen leben. Und das ist mir persönlich auch sehr wichtig, weil wenn wir es nicht von innen nach außen leben, werden wir, und da kommt dann wieder meine Rolle als Kommunikator für die Deutsche Bank rein. Es sind ja nur zwei völlig verschiedene Rollen. Das eine ist die Nachhaltigkeit und das andere ist die Kommunikation. Erstmal haben die beiden nichts miteinander zu tun, aber dann haben sie doch eben wieder sehr viel miteinander zu tun, weil es geht um Glaubwürdigkeit. Und wir müssen dann sehen, dass wir unsere Glaubwürdigkeit sicherstellen. Und das ist eine sehr, sehr empfindliche Pflanze. Nicht nur gegenüber dem Kapitalmarkt, sondern auch gegenüber den Kunden. Und wenn man da Fehltritte hat, meinetwegen, dass etwas, was als grün proklamiert wird, gar nicht grün ist oder so, dann wird es sehr schwierig werden. Also wir werden es leben müssen. Sehen wir Wertsteigerungspotenzial? Ja, aber es ist erstmal, wir sehen eigentlich das große Potenzial in dem anderen Kundendialog, den wir jetzt haben. Nämlich darin, dass wir jetzt mit den Kunden, hier verteilt sich gerade ein Markt neu und wir sollten uns klar sein, wenn Sie heute nicht, und wir sind jetzt unter den Top 5 weltweit, was im Bondgeschäft, also im Anleihen-Emissionsgeschäft, wenn Sie da nicht top sind, werden Sie einfach nur Geschäft verlieren. Ihnen wird das traditionelle Geschäft langsam aber sicher wegbrechen. Oliver Wyman schätzt, dass 2/3 des Geschäfts eigentlich nur traditionelles Geschäft ersetzt und 1/3 neu ist. 1/3 neues Geschäft wird aber auch bedeuten, das ist sehr, sehr viel. Wir gehen auch davon aus, dass sich hier die Märkte neu verteilen, dass sich die Märkte sehr, sehr verändern. Und wenn wir das jetzt alles insgesamt so betrachten, dann fühle ich mich eigentlich, denke ich, ja, wir werden hoffentlich auf diesem Weg, oder das ist unsere Ambition, wir werden zu den führenden Häusern hier gehören und dann wird es hoffentlich auch dazu führen, dass Investoren das anerkennen. Und wenn Investoren das anerkennen, dann werden wir uns relativ zu den anderen Banken auch positiv bewegen, wie wir es ja in den vergangenen 1,5 Jahren schon getan haben. Aber es gibt keine harten Ziele, die Sie verfolgen müssen, erreichen müssen, sondern es ist wie so eine Art Imagewandel und Sie hoffen vielleicht Weihnachten, wann auch immer, steht in den Zeitungen, Deutsche Bank jetzt grün und dann wird die Börse darauf reagieren und Sie zu den guten Unternehmen dann einsortiert werden. Ist das so eine Art Denkmuster? Nein, also wir denken bei der Nachhaltigkeit in vier Pfeilern, die wir haben. Das eine ist nachhaltige Finanzierungen und Investitionen. Das ist die Box 1. Das zweite sind unsere eigenen Policies, wie wir nennen, und Commitments, also das, wozu wir uns verpflichten. Der dritte Pfeiler ist dann ist der eigene Betrieb. Und der vierte Pfeiler ist praktisch, wie wir uns auch gesellschaftlich engagieren, wie wir uns in diese ganzen Debatten einbringen. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Auf all diesen Bereichen nehmen die Investoren das schon wahr. Autonomous, ein Research House aus London, das uns nicht unbedingt wohlgesonnen war in den vergangenen Jahren, sondern einige sehr, sehr kritische Berichte geschrieben hat, hat uns im vergangenen Jahr mit Blick auf unsere Ziele, und das ist jetzt ganz wichtig, diese 200 Milliarden, als an Nummer 2 weltweit gesetzt, wegen Transparenz und auch wegen Ambition. So, dann sind wir natürlich im Dialog und Frau Tsipras hat am Anfang auch die Frage meinetwegen Diversität angesprochen. Da wissen wir auch, dass wir noch viel tun müssen, dass wir uns noch in die richtige Richtung bewegen müssen. Natürlich sprechen uns Investoren dran, die sehen jede Veränderung, die wir machen. Es ist anerkannt worden, dass wir unsere Nachhaltigkeitsziele an die Vorstandsvergütung gekoppelt haben. Wir haben außerdem gesagt, und das ist jetzt wichtig, mit Blick auf das, was Sie gefragt haben, wer bewertet denn überhaupt, wie grün wir sind? Wir haben dann 5 der führenden Ratingagenturen ausgesucht und haben gesagt, okay, daraus bauen wir einen Index,
Und an diesen Index wird ebenfalls die Vorstandsvergütung gekoppelt. Das heißt, der Vorstand muss, wenn ein Rating-Downgrade von anderen, von ISS, ESG oder von anderen bekommt, Sustainalytics und diejenigen, die diese Ratings vergeben, wenn wir am Ende hier bei der Vorstellung, wenn wir hier Downgrades oder Upgrades kriegen, MSCI hat uns im Herbst, im Dezember vergangenen Jahres auf einmal aufgestuft in die Gruppe A und da waren viele der Fortschritte des vergangenen Jahres noch gar nicht drin, dann macht sich das dort auch bemerkbar. Also wir haben auch mittlerweile eine Diskussion und wir fragen uns, wie müssen wir eigentlich mit diesen Ratings umgehen? Was heißen diese Ratings überhaupt? Und auch diese Diskussion hat früher so systematisch nicht stattgefunden. Und dann werden wir es sehen. Es werden im Grunde genommen Ratingagenturen entscheiden. Und unser Vorstandsvorsitzender Christian Sewing hat immer wieder gesagt, in wenigen Jahren werden diese Ratings von den die Nachhaltigkeitsratings der Unternehmen genauso wichtig sein wie die traditionellen Ratings von S&P und Moody's und Fitch. Und das heißt schon was. Und da ist auch eine starke Logik drin, weil wenn irgendwann auch Kreditentscheidungen daran gekoppelt sind, welchen CO2-Ausstoß wir damit finanzieren und wir ein Budget für CO2-Ausstoß haben, dann können Sie sich vorstellen, wie wir reagieren werden, wenn Unternehmen mit CO2-intensiven Techniken auf uns zukommen. Ratings sind ja eine Art Schulnote. Sie haben ja mehrere Ratingagenturen angesprochen. Sie haben das fest im Blick. Wo stehen Sie denn, wenn Sie jetzt das mal zusammenrechnen als Durchschnittsnote, wenn Sie das in Schulnoten umrechnen müssten? Sind Sie schon bei einer 2, sind Sie bei einer 3 oder einer 4? Wie viel Luft da oben ist da? Das ist jetzt eine gemeine Frage, Herr de Boer, weil das ist immer, wenn ich unser Unternehmen selber bewerte, das überlasse ich eigentlich lieber anderen, dass sie das tun. Wir sind in der A-Liga bei MSCI, das ist wichtig, dass wir da relativ weit vorne sind. Wir haben aber auch Ratings, die nicht so gut sind, das muss man einfach auch sagen. Und wir wissen, wie wir uns da verbessern müssen. Und wir gucken uns diese Ratings eben genau an. Wir haben uns auch nicht die Ratings genommen, die uns wohlgesonnen sind, sondern wir haben uns gesagt, was sind eigentlich die Ratings, was diese Ratings adressieren und was wollen wir da machen in diesem Bereich. Wir sind auf einem guten Weg. Wir transformieren uns gerade selber. Wir bauen die Expertise auf. Wenn Sie jetzt zurückgehen, was haben wir 2020 erreicht? Wir haben diese Ziele geschaffen und verkündet. Wir haben gleichzeitig unsere Policies, also unsere internen Richtlinien verstärkt, strenger gemacht. 2025 komplett Ausstieg aus dem Kohlebergbaufinanzierung. Kommt auch die Frage, warum erst 2025? Ja, auch hier gilt, dass wir Kunden nicht einfach den Schalter umlegen, sondern wir sagen, hier muss ein Transformationspfad sein. Und dann bis dahin sind wir dann draußen aus der Finanzierung. Und das Dritte, was wir gemacht haben, ist eben, wir haben eine sehr gute Governance, also eine Leitungsform hier gefunden mit dem Komitee an der Spitze. Darunter haben wir einen Rat. Wir haben 23 Arbeitsstränge und es geht in jeden einzelnen Prozess der Bank. Und wenn man jetzt sieht, wie wir in diesen Arbeitssträngen miteinander Ziele vereinbaren, wie es vorangeht, das meiste ist ja gar nicht für die Öffentlichkeit, sondern das machen wir wirklich intern, bis hin zum, wie messen wir künftig Nachhaltigkeit. Diese 200 Milliarden sind ja erstmal eine sehr grobe Größe. Was heißt das künftig für unser Kreditportfolio? Wie werden wir mit dem Risikomanagement umgehen? Wie muss das Risikomanagement jetzt CO2-Ausstoß integrieren in ihre Modelle? Und so weiter und so fort. Es geht durch die ganze Bank durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ein Prozess. Und da sehe ich uns auf einem guten, sehr, sehr guten Weg. Und wenn ich auch sehe, welche Investitionen wir hier planen und dass wir bereit sind, hier zu investieren, das zeigt mir dann, dass es eben den Rückenwind auch gibt, sodass ich glaube, wir einen glaubwürdigen Pfad hier eingeschlagen haben. Und hoffentlich, irgendwann werden wir dann, hoffentlich wird man uns als eine Bank wahrnehmen, die umweltschonendes Wirtschaften unterstützt, die soziale Teilhabe mit dem unterstützt, was sie tut, die gute Führung unterstützt. Das wird irgendwann übrigens, das wird nicht nur Unternehmen betreffen, sondern der Kapitalmarkt wird auch sehr stark auf Staaten reagieren. Und das wird natürlich eine Riesendebatte auch in Zukunft werden, wenn Finanzierungen für bestimmte Unternehmen und auch für Staaten teurer werden, weil sie sich an gewisse Regeln nicht mehr halten. Aber ehrlich gesagt, das wird immer wieder eine Bestandsaufnahme sein. Und wir werden uns sehr, sehr wandeln müssen, allesamt noch selber wandeln müssen, wenn wir diesen Klimawandel mit entschieden entwickeln wollen. Ich finde es ja als Journalist auch sehr interessant und spannend. Ich glaube, vor 2-3 Jahren hätten wir ein Gespräch mit der Deutschen Bank über CSR geführt oder Klimawandel beziehungsweise über Nachhaltigkeit.
dann wäre wahrscheinlich ein Kollege von Ihnen aus der Presseabteilung hinten im Gang, das letzte Büro wäre zugeschaltet worden. Und jetzt sprechen wir quasi mit dem Kommunikationschef, der gerade sagt, er ist auch in diesem Bereich Stellvertreter von Herrn Sewing. Da merkt man so ein Stück weit, Sie meinen es ernst. Frau Zypris, wie ernst meint es die Politik, auch nach dem, was wir vor 2 Wochen erlebt haben in Baden-Württemberg, was wir gerade erleben, die Zahlen der Grünen schießen nach oben hin. Glauben Sie, dass der Druck, ja, Sie schütteln, aber es sind mit dem Kopf, glauben Sie, dass der Druck größer wird, auch von den jungen Generationen, die etwas mehr Lebenszeit noch vor sich haben, zu sagen, stop it, auch vor allen Dingen nach den Erfahrungen jetzt, dass man Dinge stoppen kann, die man vorher noch nie gestoppt hat, weil man sagt, das geht einfach gar nicht. Aber Covid-19 lehrt uns ja, wir können umdenken, wir haben ein neues Mindset. Also meine Frage ist, wird die Politik noch stärker, noch rigider werden, was diese Themen anbelangt, weil der Wähler das so will? Ich habe den Kopf geschüttelt eben, weil die Zahlen der Grünen für meine Begriffe nicht hochschnellen, weil sie dafür stehen, dass es einen schnelleren Wandel in der Klimapolitik gibt, sondern weil die Regierung so eine schlechte Performance beim Corona-Management macht. Gerade kam übrigens eine Ticker-Nachricht, dass die Merkel den Beschluss der Ministerpräsidenten zur Osterruhe gestoppt hat. Also daran mögen Sie jetzt erkennen, es ist in der Tat, ist die Performance notleidend und die Performance der Deutschen Bank insofern sehr viel besser im Moment. Kompliment. Danke. Jetzt die andere Frage ist, wird die Politik noch strenger werden müssen, was die Anforderungen anbelangt? Und die Antwort ist ganz klar ja. Es geht gar nicht anders. Wir müssen uns bessere, stärkere Ziele setzen und wir müssen vor allen Dingen sie in der Umsetzung besser werden. Also wir haben ja schon immer gute Ziele, so ist es nicht, wenngleich sie nicht so sehr ambitioniert sind, wie sie sein könnten, aber sie müssen vor allen Dingen auch umgesetzt werden. Das war das Stichwort vorhin. Ich bin ein großer Fan davon, sich Ziele zu setzen, die man auch erreichen kann und sie dann auch zu erreichen, weil ich finde, das Scheitern immer an den Latten, das ist so demotivierend und dann geht auch so die Motivation verloren, weil die Leute sagen, ach, das erreichen wir doch sowieso nicht und das brauchen wir doch alles gar nicht und so. Also da fehlt so der Biss dann. Deswegen finde ich das so wichtig, dass man sich Ziele setzt, die man auch erreichen kann. Und ich finde es wichtig, dass man es auch gut kommuniziert und auch realistisch macht. Das ist ja auch so ein Teil des Problems bei der Debatte im Moment mit dem Umstellen auf die Elektromobilität, dass die Menschen sagen, ja, es macht doch keinen Sinn, dass ich mein Elektroauto dann betanke mit Strom, der aus Atomkraftwerken kommt oder aus Kohlekraftwerken kommt. Das ist doch unlogisch. Dann fahre ich doch besser einen ordentlichen Diesel, der von der Ökobilanz her ja ein wirklich gutes Auto ist, wenn es denn ein moderner Diesel ist und hinreichend AdBlue zugesetzt wird. Der Auffassung bin ich auch, wie man merkt. Also das sollte man deshalb verknüpfen eben mit vernünftigen Zielen, mit vernünftigen Erklärungen und mit einem ganzheitlichen Konzept. Und ja, man muss strenger werden, aber das haben sich, glaube ich, soweit ich das verfolgt habe, jetzt auch alle Parteien für das Bundestagswahlprogramm auf die Fahnen geschrieben. Es gibt aber tatsächlich auch Grenzfälle. Ich hatte am Montag ja Ihren ehemaligen Chef in der Chefvisite, Gerhard Schröder. Und den habe ich natürlich auch gefragt, wie sieht es mit Atomkraft aus für die Zukunft? Gibt es weitere Generationen? Bill Gates fordert ja auch da, keine Denkverbote zu haben. Jetzt hieße das ja für die Deutsche Bank, würde ich sagen, Eigendorf, Atomkraft, nein, danke. Das würde ja Ihre Bilanz wiederum zerstören, weil das die Denke von vielen ja noch so ist, es ist böse. Aber andere sagen, lasst uns mal darüber nachdenken dann irgendwie. Vielleicht gibt es da neue Wege dann irgendwie. Wie würden Sie mit dem umgehen? Ist das für Sie kategorisch ein No-Go? Also neue. Ich würde nur mal gerne sagen wollen, das sind ja zwei unterschiedliche Böses. Also die CO2-Bilanz bei der Atomkraft ist natürlich gut, aber dafür haben wir ganz viele andere Probleme mit der Atomkraft. Also wir wissen nicht, wie die Endlagerung funktioniert, immer noch nicht. Und wir haben eine Vielzahl von Unfällen inzwischen gehabt, obwohl immer gesagt wurde, Unfälle gibt es eigentlich nicht. Und diese Unfälle haben halt zu einer erheblichen Austritt von Radioaktivität geführt. Also das muss ich jetzt nicht ausführen. Also von daher ist das zwiegespalten sozusagen. Für die CO2-Bilanz ist die Atomkraft natürlich gut. Ich spreche auch von neuen, weiteren Generationen, woran wir forschen, entwickeln müssten. Und da sagt Bill Gates ja ganz klar, wenn wir einen Autounfall haben, verbieten wir das Auto ja auch nicht, sondern wir suchen einen Airbag, wir suchen nach Sicherheitsgurten, wir suchen
Sicherheitssysteme zu verbessern. Und beim selbstfahrenden Auto soll es ja gar keine Unfälle mehr geben. Aber das ist ja nur deswegen möglich, weil wir weiter an Technologie forschen. Wenn Sie jetzt irgendwo Abendessen gehen und sagen, ich arbeite an Atomkraft, dann werden Sie ja des Restaurants verwiesen letztendlich. Also von daher ist das ja noch ziemlich viel legitimiert. Und welcher kluge Kopf geht dann hin und sagt, ich arbeite jetzt an der neuen Generation Atomkraft dann irgendwie. Und deswegen Die Debatte dreht sich gerade. Also Bill Gates ist so der Erste gewesen, der es gesagt hat, aber inzwischen können Sie vermehrt Artikel lesen, wo die Menschen sagen, wir müssen da gucken, ob da nicht doch was geht. Und, Genau. Ja, aber ich glaube, ich würde es da mit Johannes Theissen, der heute in diesen Tagen seine letzte Jahresmedienkonferenz hat, halten. De facto ist es doch so, dass wir, dass er sagt, das wird nur noch von Staaten ausgehen. Die private Industrie wird Atomkraft nicht mehr finanzieren. Wir haben da auch eine sehr strikte Politik. Und das ist mit Deutschlands Abschied aus der Atomkraft hat sich das Thema für uns jetzt auch weitgehend erledigt. Wir haben übrigens in diesen Bereichen gibt es natürlich, dann muss man sich das immer genau angucken. Aber wenn man sich die ganze Diskussion auch um die EU-Taxonomie angesehen hat, dann war es am Ende ja auch eine grundsätzliche Frage bei der EU-Taxonomie, kommt die Atomkraft, die Franzosen hätten die Atomkraft ja auch gerne drin gehabt. Aus CO2-Sicht nachvollziehbar, aus gesamtökologischer Sicht kann man wieder Fragezeichen setzen. Und wir müssen uns auch klar sein und die Politik muss sich auch klar sein. Und Sie haben etwas ganz, ganz Wichtiges angesprochen, Frau Zypris und auch Sie, Herr de Boer, dass Menschen werden sich natürlich fragen, warum sollen sie ihr Konsumverhalten verändern, wenn wir alle möglichen Ziele brechen? Und deshalb ist die Glaubwürdigkeit so wichtig. Deshalb müssen wir eigentlich jetzt ganz entschieden, auch die Politik muss darauf achten, dass diese Ziele eben nicht irgendeine Makulatur sind. Was ich zum Beispiel sehr begrüße, ist diesen Zero Pledge 2050. Wenn wir jetzt rauskommen und sagen, wir unterschreiben den, kann man ja unterschreiben, aber da schmunzelt ja jeder, weil 2050 keiner von uns da in der Verantwortung. Wir müssen aber ganz klar sehen, dass wir jetzt in den nächsten 5 Jahren die Weichen so stellen, dass das überhaupt noch möglich ist. Und ich finde, was Barack Obama da gesagt hat, mal schon vor einigen Jahren, wir sind die erste Generation, die den Klimawandel wirklich zu spüren bekommt und die letzte, die wirklich was dagegen tun kann. Wir können das nicht nochmal 30 Jahre die Straße runtertreten und nochmal gucken, wie wird das denn, was passiert denn dann? Und wenn man sich, und das ist ja einfach das Erschreckende, und wir wissen alle, was in den 80er Jahren, was es da für eine Bewegung gab und wie die grüne Bewegung damals aufkam, die Grünen gegründet wurden zu Beginn der 80er Jahre und wie eigentlich da schon vieles, wenn Sie das Interview, eines der letzten Fernsehinterviews von Alfred Herrhausen sehen, dass er über den Regenwald gesprochen hat und dass man das eigentlich zu einem Protektorat, einem internationalen Protektorat machen müsste und dass man da die Länder dann auch unterstützen muss, entsprechend, die diesen Regenwald auf ihrem Gebiet haben. Das sind ja alles Ideen, die waren damals schon brandaktuell und sind dann auch durch den Mauerfall und auch durch alles, was dann passiert ist, in den Hintergrund getreten. Wir haben diese Chance nicht nochmal. Und wir sind davon fest überzeugt, dass wir den Weg jetzt sehr entschieden gehen müssen. Und die Politik brauchen wir natürlich auch. Und die Politik brauchen wir aus einem ganz simplen Grund. Das sagt übrigens auch Larry Fink von BlackRock. Wir brauchen die Politik vor allem deswegen, weil die Politik die Standards setzen muss. Wir können die Standards nicht alleine setzen. Und es wird immer Ausweichreaktionen geben. Und was haben wir davon, wenn wir die großen Banken sagen, wir finanzieren etwas nicht mehr, aber dafür gehen dann einfach diese Unternehmen irgendwo anders hin und lassen sich woanders finanzieren, meinetwegen in Ländern, in denen das von Banken, in denen das überhaupt keine Rolle spielt. Nein, wir brauchen eigentlich hier zumindest in Europa erstmal einen Standard. Wir müssen Europa stärken, damit wir auch Gewicht haben bei Standards setzen. Wir brauchen einen gemeinsamen Standard mit den Amerikanern und auch mit den Asiaten und auch mit China natürlich. Jetzt dürfen wir aber nicht so lange warten, bis das alles passiert. Und das ist ja die Krux. Wie kriegen wir es eigentlich hin, dass wir hier Vorreiter sind und dabei wirtschaftlich nicht so sehr darunter leiden, dass wir zurückfallen? Und das ist, glaube ich, eine der entscheidenden Fragen, die wir uns stellen müssen. Das braucht entschiedene Führung von unseren Politikern. Wir als Wirtschaftsunternehmen müssen mitgehen. Wir müssen den Prozess unterstützen. Wir müssen auch unsere Wissen dazu einbringen. Und wenn wir das alles schaffen, dann ist das bewältigbar. Weil viele der Dinge, auch Frau Zypris, Sie haben es gerade angesprochen, wir müssen auch sehr pragmatisch rangehen.
Der Diesel ist in einen Verruf geraten. Da muss man sich fragen, ist das wirklich sinnvoll? Ja, weil wir müssen einen Übergang wählen. Wir werden das morgen nicht alles beenden. Und das muss einfach klar sein. Da die Politik eine hohe Rolle der Glaubwürdigkeit und wir eben auch als Deutsche Bank haben eine wichtige Rolle in diesem Land zu spielen und müssen da Vorreiter sein und wollen auch dieser Vorreiter sein. Aus Verantwortungsgefühl einerseits und auch eben andererseits, weil wir eben auch als Bank erfolgreich sein wollen. Und ich sage intern immer, je größer wir, je erfolgreicher wir natürlich geschäftlich sind, und das spüre ich eben auch, desto leichter ist es dann auch, harte Regeln durchzusetzen. Wenn Sie geschäftlich überhaupt keinen Erfolg haben, dann nehmen Sie den Kolleginnen und Kollegen weltweit immer nur was weg. Wenn Sie aber Erfolge aufzeigen können, und das können wir mittlerweile, dann wird die Diskussion darüber, was wir nicht mehr tun, auch eine leichtere. Und das ist eben wichtig, das müssen wir glaubwürdig durchsetzen, aber auch zielstrebig, weil viel Zeit haben wir eigentlich alle gemeinsam nicht mehr, um dieses Problem zu lösen. Gibt es denn etwas, was Sie uns als Beispiel mitgeben können, wo Sie sagen, das haben wir in den letzten 3, 4, 5 Monaten umgesetzt, eine Regel, wo man auch Kraft und Energie zu brauchte? Seit Jahren gibt es immer wieder, wie bin ich zur Nachhaltigkeit gekommen in der Deutschen Bank, weil ich Group Sustainability, also das Nachhaltigkeitsteam in der Kommunikation hing, weil früher war es eben nach dem Motto, tu Gutes und rede drüber. Das ist es nicht mehr. Und natürlich sind wir dann eben immer für die Policies zuständig gewesen. Und dann müssen eben, wenn Sie eine gewisse Richtlinie haben, müssen dann eben, wenn Transaktionen an die Grenze dieser Richtlinie gehen, müssen die durch Komitees gehen. Und wir sind ständig, wir reden da nicht so laut drüber oder können oft gar nicht drüber reden, weil es betrifft Kunden und manchmal auch langjährige Kunden. Wir sind immer wieder in der Position, dass wir sagen, nein. Und das dann auch verteidigt werden muss, weil sie dann auch Erträge im Grunde genommen, das Erträge kostet. Das Schöne ist jetzt, dass diese Diskussionen mittlerweile weniger werden und gleichzeitig wir viel mehr darüber diskutieren, ist das grün? Also der ganze Konzern stellt sich gerade in der Hinsicht ein bisschen um und möchte die Geschäftseinheiten wollen, weil es diese Ziele jetzt gibt, ihre sagen auch, ich möchte den ESG-Stempel. Und den ESG-Stempel vergibt unser Nachhaltigkeitsteam, das bei uns in der Kommunikation noch hängt. Wir lösen das gerade, haben wir es schon sehr abgetrennt, aber für das ich die Verantwortung habe. Und jetzt geht es drum, und dieses Komitee tagt mittlerweile fast wöchentlich, ist es E, ist es S, erfüllt das die Kriterien oder nicht? Und das sind sehr, sehr spannende Diskussionen. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir sehr oft schon entschieden haben, nein, das ist kein ESG, das zahlt nicht auf die Ziele ein. Und dann müssen Sie sich durchsetzen und müssen den Kampf kämpfen. Und müssen Sie eben dann alles gut begründen, und das gelingt uns immer besser. Das ist das eine. Das andere, was ich wirklich sage, was mir unglaublich viel Mut macht, ist, mit welcher Werfe zum Beispiel unser Geschäft für die vermögenden Kunden, das sogenannte Wealth Management, der International Private Bank, wie die mittlerweile rangehen und ganz klar sagen, wir transformieren unsere Kunden und wird der Kunde im Grunde genommen nur noch informiert werden, falls du nicht in ESG investierst, falls das Portfolio nicht nach ESG-Kriterien aufgestellt sein soll, dann bitte melden. Aber das wird der Standard sein. Das geht zurück auf Ihre Frage am Anfang. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir hier einschlagen. Ja, und es gibt immer wieder mutige Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und man muss um Investitionen kämpfen. Das gilt hier für den Bereich genauso wie für alles andere. Und wir kommen da voran. Und eine Sache, auf die ich auch stolz bin, dass wir auch bei der Dienstwagenflotte vorankommen. Da können wir noch keine Entscheidung verkünden. Aber auch da, glaube ich, werden wir eine sehr, sehr gute Lösung finden, bei der die Außenwelt dann, Kollegen intern erstmal sagen, ja, das finden wir gut, das wollen wir leben. Und die Außenwelt dann auch sagt, wow, die meinen es wirklich ernst. Und so gibt es eben ganz, ganz viele kleine Mosaiksteine und nicht nur diesen einen großen, diese eine große Sache. Bin ich ja mal gespannt, wann wir das erste Foto sehen, wenn Herr Sewing mit einem Smart zu einem Geschäftstermin fährt. Und daran arbeite ich noch. Sie merken, ich bin überhaupt kein Autofan, also mir ist es egal. Aber ich weiß, dass es ja auch in dieser Welt auch sehr viele Autofans gibt. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste, dann die S-Klasse oder was auch immer. Auch die S-Klasse können Sie am Ende so umbauen. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Wir sollten nicht glauben, dass es nur über Verbote und alles geht. Wir brauchen den technologischen Fortschritt. Und den müssen wir finanzieren. Und da müssen wir vorne sein. Wir müssen den Unternehmen helfen, die richtigen Wege da zu finden. Darauf kommt es jetzt an. Das ist das Entscheidende. Und
das ist ja das, was Bill Gates am Ende auch sagt. Das ist, wir werden nicht alle, sie können der Welt nicht die Energie abdrehen. Sie müssen Wege finden, CO2-neutral auch und in eine wiederverwertbare Wirtschaft, eine Kreislaufwirtschaft zu schaffen. Und das geht nur, wenn wir es alle ernst meinen, Standards haben, dann ist ja schon so vieles möglich. Und das ist das, was mich ja positiv stimmt. Es ist ja unglaublich viel möglich. Und ich frage mich manchmal, warum dauert es wirklich so lange, dass wir diese Dinge umsetzen, wo es doch so einleuchtend und klar ist. Ehrlich gesagt finde ich es schwierig zu verstehen, dass unsere Städte mit Abgasen so verpestet werden können. Wir alle leiden darunter. Weltweit leiden die Menschen darunter. Enorme Krankheiten, die dadurch entstehen. Und wir könnten es eigentlich schon längst anders machen. Wenn der Wille da ist, der politische Wille und die Bereitschaft. Und da hängt eben auch dann wieder viel Verantwortung bei der Politik. Da ist ja auch vielleicht, dass wir Sie unterstützen ja oder haben immer lange unterstützt das Land der Ideen. Und wir sind ja bei den Patenten auf Platz 2 weltweit. Und vielleicht hat Deutschland nach den USA dadurch erfährt das eine gewisse Renaissance, dass das Land der Dichter und Denker mit Erfindungen, dann was Sie sagen, die Nachhaltigkeit positiv beeinflusst, dass wir nur darüber gehen. Es macht ja keinen Sinn, den Diesel, den Frau Zypris so liebt noch oder noch schätzt, liebt vielleicht nicht, aber schätzt, der wird weiterhin natürlich Abgase und CO2 verbrauchen, aber brauchen wir da nicht eine ganz neue Technologie? Und das wird ja gerade von VW und von anderen, von Tesla weitergetrieben. Brauchen wir nicht die Brennstoffzelle, dass wir am Ende sogar Wasser aus dem Auspuff bekommen, um damit dann in die Zukunft zu fahren, dann irgendwie, was ja ein schönes Bild ist. Letzte Frage noch. Wir sind es als Unternehmer gewohnt, zur Bank zu gehen und unsere Bilanzen dort abzugeben. Und das sind ökonomisch getriebene, ein ökonomisch getriebenes Zahlenwerk. Glauben Sie daran, dass wir auch kleinere Unternehmen irgendwann auch eine Nachhaltigkeitsbilanz mit abgeben müssen bei Ihnen, um einen besseren Zins zu kriegen? Im ersten Schritt nicht, aber irgendwann ja. Also am Anfang werden wir Sie noch modellieren, weil Sie können wir noch modellieren. Aber auch das wird Sie, aber dann werden Sie einen Anreiz haben. Und eigentlich ist es wie bei Basel III, Basel IV. Ja, dagegen wehren wir uns ja. Wir wollen ja immer, dass die internationalen Standards sagen, dass wir alles über einen Kamm scheren. Wir wollen schon Dinge modellieren. Wir wollen nicht Dinge modellieren, sondern wir wollen wirklich wissen, was passiert. Das ist auch eine Stärke des deutschen Kreditwesens, ja, wenn wir über Kredite sprechen. Aber natürlich werden die großen Konzerne, wenn wir 2022 den Fußabdruck unseres Kreditportfolios, den Kohlendioxidfußabdruck unseres Kreditportfolios bestimmen müssen, dann brauchen wir die Daten von den Kunden. Wir können doch nicht einfach sagen, ja, hier ein großer DAX-Konzern in Deutschland, Industrieunternehmen, nehmen wir VW, haben mehrfach über VW geredet, Volkswagen, also Pi mal Daumen werden die diesen CO2-Fußabdruck haben. Das können Sie doch keinem erzählen. Dann wären wir übrigens fehlgesteuert. Dann hätten wir irgendwann auch eine Situation, in der die Bank, es ist ja der Albtraum wäre ja, wir Banken, Sie sagen alle irgendwann, Mensch, Sie sind aber alle grün, ja, wir Banken sind dann auch grün und die Deutsche Bank ist super grün und macht das alles ganz, ganz toll. Aber wir laufen den falschen Indikatoren hinterher. Das heißt, wir werden also schrittweise bei den ganz Großen anfangen müssen und brauchen von denen verlässliche Daten. Und irgendwann, Herr de Boer, tut mir leid, wenn wir auch Sie fragen, was ist der Fußabdruck, Ihr CO2-Fußabdruck? Da bin ich mir ziemlich sicher, das wird nicht in der ersten Etappe sein. Wir werden uns auf die Großen konzentrieren. Da sehen Sie auch wirklich CO2-technisch, sehen Sie ja Ballungen im Kreditportfolio. Das wissen wir heute schon. Wer sind denn eigentlich die großen Emittenten? Da fangen Sie an. Aber irgendwann wird jeder von uns, genauso wie Sie beim Haus übrigens den Energieausweis abgeben müssen Sie ja heute auch schon. Künftig werden Sie bei der Finanzierung den Energieausweis abgeben müssen. Und ich bin mir sicher, dass Banken eines Tages, vielleicht nicht 2022 oder 2023, aber irgendwann in den nächsten 10 Jahren, wäre ich mir sicher, dass Banken den Hauskredit auch davon abhängig machen, wie ist die Energieeffizienz des Hauses. Und das zeigt Ihnen einfach, in welche Detailgrad wir hier gehen müssen. Wenn wir es ernst meinen, müssen wir in diesen Detailgrad gehen. Daten sind hier extrem wichtig. Die müssen wir mit unseren Kunden erarbeiten. Da müssen wir unseren Kunden auch helfen. Wir müssen ihnen Modelle zeigen. Wir glauben zum Beispiel bei der Deutschen Bank, dass gerade, es geht hier übrigens nicht nur um energieeffizientes Wohnen, es geht auch um energieeffizientes, um umweltschonendes Bauen, nachhaltiges Bauen. Das ist ein Riesenthema, das jetzt kommt. Und da sehen wir uns als Deutsche Bank prädestiniert, um hier eben den Kunden auch am Ende den Rat zu geben. Und das sind doch die Dinge am Ende, die den Unterschied machen. Also, lange Antwort auf Ihre kurze Frage. Ja, Herr de Boer, bereiten Sie sich darauf vor. Irgendwann brauchen wir auch Ihren Kohlendioxid-Fußabdruck.
Aber wir können es ja vielleicht auch umdrehen, dass ich da sogar mit Ihnen aktiv zu Ihnen komme, mein Meilenkonto der Lufthansa offenlege und Sie sagen, Mensch, jetzt gibt es 2% weniger Zins, letztendlich, was ich zu bezahlen habe. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es kann ja durchaus auch Motivation von Unternehmern sein, stolz drauf zu sein, wie weit man mittlerweile schon ist und dass wir schon alle den Smart fahren, während Sie noch daran arbeiten dann irgendwie und wir dadurch eben mit unserer Bilanz, mit unseren Daten, die dann vom Steuerberater abgesegnet werden, einen besseren Zins bekommen. Ein bisschen Werbung muss ich jetzt noch machen, Herr de Boer, mit unserer CO2, mit unserer Bankbanking-App, die ja hervorragende Noten bekommt, ja. Also unserem Privatkundengeschäft, können Sie jetzt schon, das ist dann modelliert, Ihren CO2-Fußabdruck berechnen, aufgrund der Zahlungsdaten, die Sie machen, also je mehr Sie über dieses Konto zahlen, desto genauer werden Sie dann sein. Und das ist übrigens ein Modellierungsmodell. Wenn Sie mir dann demnächst mit Ihrem Meilenkonto kommen, kommen Sie mir natürlich nicht mit dem 2020 oder 2021, das ist geschönt durch Corona, sondern wir werden uns schon das 2019er angucken und darauf unseren Abschlag dann berechnen. Wir werden das alles beobachten und wir werden spätestens, wenn Sie einen grünen Hintergrund haben, der von Frau Zypris eingerichtet worden ist und die Aktie bei 20 ist, dann wissen wir, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben. Vorher können wir dann noch alle einsteigen in Ihre Aktie. Vielen Dank, Jörg Eigendorf, für den Einblick in Ihre Arbeit. Applaus von der ehemaligen Bundeswirtschaftsministerin. Also das ist schon mal was wert. Aber es ist schon erfrischend zu sehen, was sich da tut, dass sich was verändert. Und ja, ich sage auch allen Zuschauern, vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Wir werden mal sehen, was die Regierung jetzt mit uns vorhat, ob wir nächsten Donnerstag arbeiten müssen oder nicht arbeiten dürfen. Ja. Bleiben Sie uns allen gewogen, weil wir haben dieses Thema auch bei DUB ganz weit auf unsere Fahne geschrieben, ganz weit oben. Und von daher werden wir uns als Treiber sehen. Wir werden uns als Förderer dieser Diskussion sehen. Und ich sage mal Tschüss aus Hamburg und freue mich auf bald, dass wir uns bald wiedersehen.